Hallo Mädels, wie geht's euch so? Oh, ich glaube, ich habe schon wieder alle Filzstifte vergessen. Oh nein! Hey, hübsches Mädchen, kannst du ein paar mit mir teilen? Hier, bitte, John. Ich danke dir. Oh, ich habe wieder meine Chance verpasst, Freunde mit John zu werden. Aber das ist okay, meine Filzstifte sind 100-mal besser. Schau mal, such dir einen aus, den du willst. Wow! Nein, wo willst du hin? Nein, ich gebe ihn euch nicht. Hey, komm sofort wieder zurück! Nein, ich will ihn dir nicht geben. Oh, oh, was macht ihr da? Hört sofort damit auf. Oh. Sind alle bereit? Dann ist es Zeit für eine neue Challenge. Oh. Wow, dieser Ort ist so cool. Schön, euch zu sehen, liebe Freunde. Lernt Candy kennen. Wow, wie süß. Wartet, Freunde. Es gibt noch ein Detail. Ihr müsst mit den Füßen zeichnen. Und die Zeit läuft. Ha, was könnte einfacher sein, als mit den Füßen zu malen? Ich male doch immer so. Wir nehmen einen Pinsel, tauchen ihn in die Farbe Orange und malen Candy. Das ist mein neues Meisterwerk. Sehr schön. Seht euch an, Mädels. Wenn John es kann, kann ich es auch. Oh, was ist das für ein Geruch? Oh nein, ich kann nicht atmen. Oh ja, es stinkt. Ja, das kommt vor. Aber ich muss auch malen, und zwar schnell, um die Challenge zu gewinnen. Aber im Gegensatz zu John werde ich gelbe Farbe verwenden, weil es meine Lieblingsfarbe ist. Und der Hund wird wirklich hübsch. Wow, ich wusste gar nicht, dass das Malen mit Füßen so viel Spaß machen kann. Oh. Wow, Chris kann viel besser malen als ich. Aber ich habe eine tolle Idee für einen Witz. Wer hat hier Angst vor Kitzeln? Au! Das war schmerzhaft. Geht's dir gut, John? Es tut mir leid, es war keine Absicht. Oh nein, ich habe so sehr gelacht, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich meine Zeichnung ruiniert habe. Aber ich weiß, wie ich sie schnell wieder in Ordnung bringen kann. Den Hund werde ich nicht malen können, aber seinen Lieblingsknochen schon. Das Wichtigste ist, dass ich fertig werde, bevor die Zeit abläuft. Und ich habe noch Zeit, den Hintergrund zu malen. Ich bin fertig. Oh nein, die Zeit ist um, Leute. Wir sind fertig. Schauen Sie mal. Oh, leider ist das nicht das, was gezeichnet werden sollte. Ich weiß. Und was haben wir hier? Wunderschön. Gut gemacht, John. Gefällt Ihnen das Bild? Dankeschön. Und wo ist Jess? Oh, ich bin hier. Was habe ich verpasst? Oh nein, es tut mir leid, aber ich hatte keine Zeit, etwas zu zeichnen. Oh, du hast Talent, aber du zeichnest nichts. Wem soll ich den Sieg überlassen? John hat gewonnen. Wow, vielen Dank. Und du bekommst Candy. Wow, schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist John. Wow, der Hund ist so hübsch und klein. Schau mal, willst du diesen Knochen essen? Sie scheint ihn zu mögen. Oh, du bist weggelaufen. Na dann, guten Appetit. Ich präsentiere euch diesen herrlichen Kaugummi-Automaten. Das ist euer neuer Preis, Leute. Sind alle bereit? Okay. Na dann los. Come on. Dieses Mal müssen wir Puzzle zusammensetzen und das mache ich sehr gerne. Als erstes werde ich den Umriss machen und dann schnell die Mitte ausfüllen. So ist es einfacher und macht mehr Spaß. John ist richtig schnell. Er ist fast fertig und ich habe noch nicht einmal angefangen. Aber ich kann ein bisschen schummeln. Oh nein, was hast du gemacht? Oh man! Sowas tut man nicht, das ist unfair. Ich möchte den Kaugummi-Automaten wirklich gewinnen, aber ich werde fair spielen und meinen Verstand einsetzen, um das Puzzle schneller zusammenzusetzen als Jess. Man muss alle Puzzles in Abschnitte unterteilen und einen nach dem anderen zusammensetzen.
ich bin fertig. Wow, wie hast du es geschafft? Wahnsinn. Aber ich kenne ein sicheres Mittel, das Chris aufhalten wird. Oh nein, hör auf, du verbrennst meine Zeichnung. Ha, das ist witzig. Es tut mir leid, Chris, aber ich kann dich nicht gewinnen lassen. Habe ich etwas verpasst? Jess hat meine Puzzles verbrannt. Oh, es tut mir so leid. Wir müssen fair spielen. Wenn ich fair spiele, kann ich sie auf keinen Fall besiegen. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Gegner auszuschalten und das Puzzle in aller Ruhe zu meinem eigenen Vergnügen zusammenzusetzen. Oh, Leute, die Zeit ist um. Zeigt mir eure Arbeiten. Oh Mann, leider kann ich so eine Arbeit nicht annehmen. Oh nein, das ist schade. Schauen Sie, ich habe das Puzzle richtig zusammengesetzt, aber nicht komplett. Leider kann ich dir den Sieg nicht gönnen, John. Oh nein. Und hier ist meine Arbeit, Herr Lehrer. Wow, gut gemacht, Jess. Dieser fantastische Preis geht an dich. So einen wollte ich schon immer haben. Endlich kann ich meinen Lieblingskaugummi genießen. Mmh, es ist so cool, dass ich jetzt einen ganzen Kaugummiautomaten habe und so viel Kaugummi essen kann, wie ich will. Hey, Jess, kannst du uns ein paar Kaugummis geben? Nein, Leute, das ist alles für mich. Na gut, es bleibt uns nur zu sehen, wie Jess die Kaugummis isst. Wow, das ist eine Menge Kaugummi. Das macht Spaß. Ich glaube, mein Traum ist wahr geworden. Jetzt kann ich die größte Blase der Welt machen und einen neuen Weltrekord aufstellen. What? Hey, John, wie wär's mit einem Streich? Oh nein, mein Kaugummi ist geplatzt. Oh nein, mein Gesicht, meine Haare. Wie kann das sein? Oh, ich bin zurück. Tut sowas nie wieder. Eure neue Aufgabe ist es, diese riesigen Nudeln zu zeichnen. Und die Zeit läuft. Wow, wir werden dieses Mal mit Soßen malen. Ich liebe Ketchup, also werde ich damit anfangen. Ich gebe Ketchup auf einen Löffel und verschmiere es mit einem Messer. Cool. Als nächstes kommt die Käsesoße, denn sie hat eine ähnliche Farbe wie die Nudeln. Sehr gut. Okay, und ich fange an mit Barbecue-Soße. Ich liebe es, sie über saftiges Hühnchen zu gießen. Ich wünschte, ich könnte es jetzt essen. Das ist so cool. Und ich kann mir das Vergnügen nicht versagen, einen Löffel meiner Lieblingssoße zu probieren. Mmm, lecker. Chris, willst du ein bisschen? Ja, klar. Cool. Hey, warum hat John seine Soße Chris gegeben, nicht mir? Magst du Soße? Was ist mit Ketchup? Warte. Ha, was für ein schöner Anblick. Oh nein, hab keine Angst, Chris. Ich putze gleich deine Brille. Danke, John. Das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Oh nein, meine Zeichnung ist voller Ketchup. Das ist alles Jess' Blödsinn. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich das beheben kann. Ich mache rote Nudeln aus diesem Ketchup. Ich muss sie größer machen und Mayonnaise dazugeben. Die Zeit ist um, liebe Freunde. Zeigt mir eure Werke. Oh, John. Das ist nicht so gut. Naja. Was hat Jess gezeichnet? Nein, die Arbeit ist auch nicht sehr gut. Mal sehen, vielleicht hat Chris es besser gemacht. Und das hat sie. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen und bekommst die ganzen großen Nudeln. Wow, vielen Dank, ich bin so hungrig. Sind bestimmt köstlich. Wow, sehr lecker. Ich wünschte, ich könnte sie auch probieren. Da sabbert aber jemand. Hier ist deine Gabel, John. Ich gebe dir ein bisschen. Danke, Chris. Wow, das ist köstlich. Ich will auch Nudeln. Oh!
Das war unser erster Kuss mit John. Was kommt als nächstes? Einen Moment, wo habe ich sie hingelegt? Oh, ja, ich hab's nicht vergessen. Euer nächster Preis ist ein Diamantring. Wow! Das ist ein guter Zeitpunkt, Chris den Ring zu geben und ihr meine Gefühle zu gestehen. Auf geht's, Freunde. Gut, Herr Lehrer. Hey, John, schlaf nicht ein. Ich liebe Ringe und Diamanten und ich kann auch ziemlich gut zeichnen. Ich kann sicher gewinnen. Das ist meine Chance. Ach, ich habe noch nie Ringe gehabt, geschweige denn Diamanten. Ich weiß nicht einmal, wie man sie zeichnet. Nein, das ist schlecht. Ich versuch's noch einmal. Ach, komm schon. Es klappt nicht. Das sieht so schlecht aus. Cool. Ich muss mich wirklich anstrengen, um die Mädels zu schlagen und einen Ring für Chris zu gewinnen. Mal sehen. Oh, wow. Ich muss etwas dagegen tun, sonst gewinnen sie. Hey, Jess, schau mal, was da los ist. Was? Ha, während sie abgelenkt ist, ersetze ich ihren Spezialstift durch einen normalen Stift. Oh nein, wo ist mein Ring? Was ist passiert? Warum zeichnet mein Stift nicht mehr? John, hast du das arrangiert? Naja, ich habe einen Ersatzplan. Ich habe einen Magneten. Der wird Johns Zeichnen sehr schnell ruinieren. Oh nein, was hast du getan? Ich krieg den Magneten nicht von der Tafel weg. So ein Mist. Jess, ich brauche deine Tafel und zwar sofort. Träum weiter. Chris, darf ich deine Tafel nehmen? Danke. Gut, gut. Jetzt muss ich nur noch den Ring zeichnen, bevor die Zeit abläuft. Und die Zeit ist um. Chris, wo ist deine Tafel? Ich verstehe das nicht. Wolltest du nicht den Ring gewinnen? John? Gut gemacht. Und wir gehen weiter. Oh, wow. Das ist eine tolle Zeichnung, Jess. Danke. Wem sollen wir den Sieg gönnen? Der Gewinner ist John. Und hier ist dein Preis. Endlich! Wow, was für ein entscheidender Moment. Liebe Chris, bist du bereit, diesen Ring anzunehmen? Wow, danke, John. Ich mag dich schon seit langem und ich schenke dir diesen Ring als Zeichen meiner Zuneigung. Pech gehabt.